Ich glaube. Ach, bin ich matt? Oh, das ist natürlich Du bitter bist auf matt auf D1. D1. Wie das genau zustande gekommen ist, das erfahrt ihr gleich in diesem Video. The Big Greek und ich haben zusammengespielt gegen unsere Abonnenten, haben einen Livestream gemacht und wir haben verschiedene Formate ausprobiert und ein Format war es, dass ich blind spiele. Das heißt, ich sehe rein gar nichts, ich muss mir das ganze Brett visualisieren, im Geiste vorstellen und The Big Greek sagt die Züge an und spielt die Züge für mich. Und gleich werdet ihr zwei Blitzpartien sehen. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Okay, Das E4. ist weiß, ja. E4? Ja. Also du Ja. musst die Züge meines Gegners dann auch sagen, ne? Themen, wie er funktioniert. E5? Springer F3. Stimmt, ich muss die Züge sagen. Springer C6? Läufer C4. Ja. D6? D6? D6, D4. Leider nicht am Janus Öffnung. Auch. Mhm. Läufer G4. Läufer G4. Okay, das ist möglich. Ja. Ja, da bin ich out of book. Ja, das habe ich letztens auch gehabt. H3. Erstmal was angreifen im Zweifel. Korrekt. Läufer schlägt F3. Dame schlägt F3. Oh, jetzt wird's gefährlich. Er kann den Bauern auf D4 schlagen. Ich habe das komplett übersehen. Laber doch. Ja, ich spiele einfach komplett blind. Gorni rasiert jetzt, sagt Le Petit. Ja, das werden wir anhand seines nächsten Zuges sehen, ob er rasiert. Ob er den Bauern jetzt rasiert auf D4. Er denkt noch nach. Er denkt noch nach. Ja, ob mit dem Bauern oder mit dem Springer, das ist auch eine wichtige Frage. Dame D7. Oh, er hat's gesehen. Schade, schade. Das Ja. Schäfer matt auf F7. Jetzt stehst du schlecht, ja. Ja, jetzt stehe ich schlecht? Ach komm. Obwohl. Übrigens, falls du mich nicht mehr hörst, dann setz das Internet aus, ne? Nicht wundern, ne? Dann schreibe ja. ich dir auf WhatsApp, aber, ne? Falls nochmal was passieren Das. sollte. Ja, okay. Zurück zur Partie. Ja. Ja, der Gornier spielt das leider gut hier. Was soll ich machen? Tja. Ja, Bauer. Ach so. D schlägt E5. Ich bin schon völlig verwirrt. Was sagt der Chat? Du musst das jetzt auch alles verfolgen, Ja, ne? Blinder, die sagen die ganze Zeit, du bist blind, Ja, du das ist blinde korrekt. Sau, blinder Großmeister. Nein, das ist Quatsch. Niklas spielt wie ein Blindfisch. Ein Blinder Ja. sagt, das habe ich übersehen. D mal E5 zurück. D mal E5. Okay, dann C3. Bin ich bei Wetten, dass? Ja. lange Rochade. Okay. Jetzt hängt doch ein Freund hier, oder? Ich bin schon. Wo stehen denn eigentlich die Figuren? ja, hier hängt doch der Freund auf F7. Mal spielen wir mal Dame Stimmt. schlägt F7. Dame steht auf 7, ja. Ich glaube. Ach, bin ich matt? Oh, das ist natürlich bitter auf Matt auf D1. D1. Du bist matt Okay, auf D1. das war natürlich ein richtiger Fail jetzt. Ja, schön noch mit der Good Dame Games hat ja auch weggezogen. noch well played. Ja, geil. Good game, well played, ja, ist klar. Oh Mann, oh Mann. Ich dachte schon, ich hätte die Dame eingestellt, aber es kam schlimmer. Ja. Ja, ich habe auch kurz gedacht, so, hä? Ach, das ist ja matt. Ja, das war doch ein wenig bitter, dass ich mich damit weiß, in wenigen Zügen habe matt sitzen lassen, aber ich habe es einfach nicht kommen sehen. Was soll ich sagen? Das konnte ich so nicht auf mir sitzen lassen und wir haben noch eine Blitzpartie gespielt mit dem Versuch, mich zu rehabilitieren. Ob das geklappt hat, das seht ihr jetzt. Okay, Bauer. Achso, Warum hast du die Züge? E4, 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 E4. Bist ja völlig von der Rolle, ey.
Ja, das ist auch nicht so leicht, wenn man so ein Ding hier vor der Nase hat. Ist auch ganz schön warm C5. hier. C5. Springer F3. Blindspielen ist die Champions League. E6. D4. Wisst ihr, was ich anziehe nächste Woche, wenn ich dann blind spiele? Nicht so ein Ding da, was er da macht. Ich ziehe mir eine Perücke an, glaube ich. CD4. Ah, ja, Springer schlägt D4. Ja, das ist noch gar nicht so ausgereift hier, dieses Modell. Das musst du auch nicht machen. Du kannst auch die Hände vors Gesicht machen. Ist doch egal. Springer Ja. F6. Springer C3. Springer C6. Springer schlägt C6. Ja, habe ich. Das ist gut, dass du das hast, ja. Jetzt ist er dran und denkt nach. BC6. E5. Boah, du bist ja voll der Theoriebär. Springer D5. Springer E4. Ja, er aber auch leider. Das ist auch Schachowislon und damit C7. F4. Was ist das? Schachowislon ist das. So heißt er. Dame A5 Schach. Ja, jetzt ist aber Dame B6 nochmal. Dame A5 Schach, das Ich kommt mir weiß. spanisch vor. Ja, du, wer sagst du mir? Theorie B und kennst alles selber, ja? Läufer D2. Dame B6. So, jetzt geht er nach B6. Aha. Ja, C4. C4, ja, Huschi. Ja, ist ein bisschen forsch gespielt, aber ich glaube, das kann man machen. Natürlich. Natürlich. Du kennst das alles, ne? Keine Ahnung. Was machst du denn jetzt auf Springer E3? Ja, jetzt sag doch nichts vor, der hört bestimmt zu. Meinst du? Na klar. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich frage nur dich, dass du dich vorbereiten sollst. Ja, das wirst du dann schon sehen, was ich da mache. Also ich lasse auf jeden Fall kein Großes Matt in 1 zu, diesmal. Ku Klux Klan, Springer E3. Ja, siehst du, hab doch gesagt, ihr hört zu. Dame C1. Was für ein feiner Zug von Niklas Uschenwedh. Ja, gut, die Dame war angegriffen, ich ziehe sie weg, ne? Was wirst du da machen? Er denkt nach, aber wir sind bei 4,07, er ist bei 4,20. Springer Uiuiui. G4. Springer G4. Ja, er hat sich gedacht, jetzt nach der letzten Partie kann er es jetzt nochmal probieren hier mit dem Matt setzen, ne? C5. Sehr stark. Matt abgewehrt. Gut, es war auch noch gar kein Matt, von Das daher war gar kein alles. Springer E4, ne? Alles. Ach so, der deckt ja auch, ja. Ja. Ups. Ja, egal. Er ist dran, er ist dran, er ist dran. Okay. 147 Herausforderungen, du hast 9 Messages und eine Teamanfrage. Ja, cool. Prima, ne? Ja. Dame D8. Ja, da gehört sie hin. Zurück. Zurück mit ihr. Ja. Machen wir mal Läufer E2. Hätte ich auch gemacht. Ja, Läufer mit Tempo entwickeln. Gute Idee. Was ist eigentlich Tempo? Oder war vorher die Frage im Chat? Tempo ist einfach, dass der Gegner auf eine Drohung reagieren muss. Also in diesem Fall der Springer auf G4, den muss er jetzt entweder decken oder wegziehen. Der Huschi schummelt vielleicht. Nein. Das ist nicht überhaupt der Typ zum Schummeln. Ja, wie soll ich denn jetzt hier schummeln, wenn ich dieses Ding vor der Nase habe? Vor den Ja, Augen. ein bisschen Platz kann man ja immer machen drunter. Ja, ich glaube, das würdet ihr sehen. F5. F5. Ich glaube, ich habe schon ziemlich rote Birne irgendwie vom Springer Kirschkuss. D6. Schach. Ja, sorry, habe ich nicht gesagt. Ja. Wenn er schlägt, wie schlägst du zurück? Überleg schon mal. Mit dem E-Bauern. Mit dem E-Bauern, wirklich? Ja. Sicher? Ja? Was soll das? Willst du mich verunsichern oder Ja. was? Ja, wir wollen noch die Diagonale aufmachen für den Läufer. Hat er immer noch nicht geschlagen? Doch. Doch, doch. Ach so. Läufer D6, ED6. Okay.
Mache ich bei den Kindern auch immer, wenn ich Training mache, so, bist du sicher? Und dann gucke ich mal ganz ernst, sicher? Ja, aber dass du ernst geguckt hast, habe ich jetzt nicht gesehen. Springer F6, das stimmt. Springer F6. Ja, Läufer C3. Schöner Läufer auf den schwarzen Feldern. Deshalb haben wir mit dem E-Baum geschlagen. Grüße aus Mönchengladbach. Grüße zurück. Dorina Lampe sagt, nee, keine rote Birne. A5. Aber das Poster kann man nicht mehr sehen. Ja, das Poster hast du noch häufig genug gesehen. Kurz vor Rade. Keine rote Birne. Ich denke immer so rot aus. Ne? Kurze Rochade. Ja, das könnte daran liegen, dass ich ja, dass ich du guckst auf dein Bild bei auf meinem Bildschirm, oder? Ja. Ja, das liegt daran, dass ich einen Filter dran habe, dass das blaue Licht ausgefiltert wird und so erscheint der Bildschirm ein bisschen rötlicher. Was für ein Profi der Niklas. Läufer A6. Läufer A6. Ja, spielt leider gut hier, ne? Der Freund. Super, super Spieler. Läufer schlägt A6. Jetzt kommen natürlich schon die Corona-Witze, ne, mit Maske und so, ne? Ja, bei Maske sieht eigentlich anders aus. Da ist nicht Nase und Mund frei. Er hat natürlich zurückgeschlagen. Okay. Ich küsse deine glänzende Glatze, sagt Don Hugo, auch nicht schlecht. Ja, dieses ich küsse so und so, dies, das, ne? Ich küsse deine Augen oder so. Ja, okay. Machen wir mal Läufer. Wohin? Läufer E5. Oh, das ist echt. Wie ist denn die Zeit eigentlich? 2,23 für dich, 2,36 für den Gegner. Uiuiui, es wird ein knappes Ding hier. Spannende Partie, ich kann kaum das Ergebnis erwarten. Kurze Rochade. Niklas hat mega Raumvorteil, aber ja, ein schöner Ja, machen wir Läufer. Dame C4. Der Gegner hat auch einen guten Springer. Irgendwann auf D5 oder E4. Das ist eine interessante, aber dieser Raumvorteil ist natürlich krass. In welchem Schachclub in Hamburg lehrst du? Fragt Florif Eberle. Hamburger SK, größte. Turm A8 zurück. Ich habe einen wunderschönen Ballerina-Turm. Sehr schön, das freut mich zu hören. H3. H3, ja, machen wir. So, Trinkt der Jüni Bier? wir wollen Nein. gerne mal die G-Linie da öffnen für die Türmchen, damit ein bisschen Druck ausgeübt werden kann. Auf. Niklas, kannst du. Ja. Schulze Sternberg, trinkt der Grieche schon wieder? Fragt er. Na, Schulze. Ja, das hat sich rumgesprochen, scheinbar. Nö, der hat doch. Hat das schon mal kritisiert, zu Recht natürlich. Aber Natürlich. wir haben jetzt 10 Uhr, da darf ich auch. Ja, das würde ich aber auch sagen. Springer D5. Springer D5. Okay, er will die Gabel machen auf E3, der Schlawiner. Dame D4. Abgewehrt und selber eine Drohung aufgestellt. So stelle ich mir es vor. Griechischer Wein. Ich überlege, mit dem HSK beizutreten, sagt Stefan Schacht. Ja, wenn du in Hamburg wohnst, wieso nicht? Dimitrios Kostopoulos wollte mich verarschen. Wieso? Wir verarschen niemanden hier. Du gehst jetzt auch auf wirklich jede Frage ein, ne? Turm F7, ja, solange nichts gezogen wird, Turm F7. Okay. Dann. Turm G1. Geht nicht. Der König Ach steht so, frei. sorry. Das König steht ja da noch. Ja. Korrekt, danke für den Hinweis. König H2. Ja, mir blieb nichts anderes übrig, ne? Was soll ich denn machen? Ja, guter Punkt. Küsse deine Ohren. Meine Ohren noch nicht. Aber Die von mir Augen ist aus. okay, ja, aber die Ohren nicht. Glatze ist gut, aber Ohren? Ja, es sind Küsse ja auch deine noch zwei Küsse, ne? Also das ist auch ein bisschen komisch. Wie laufen die Scho deutschen Schach Dame H4. Zeit ist noch okay. Turm F3. Turm F3, ja.
Hast du mir hier einen starken Gegner gegeben, auf jeden Fall. Den hast du dir doch ausgesucht. Nee. Oder? Nee, 1644, das geht doch. Das ist jetzt nicht so super. Also, das ist normal, ne? Ja. Springer F6. Springer F6. Ja, der spielt mich ja hier an die Wand. Okay. Alles super. Läufer schlägt F6. Wirklich? Okay. Ja, weg mit dem. Komm. Nervt mich. Was laberst? Wie stylst du morgens deine Haare, Bekrieg? Ja, das würdest du gerne wissen. Turm schlägt F6. Turm B3. Schöner Zug. Du hast jetzt genau 1 Minute, eher 45 Sekunden. Okay. Wie viel Aufschlag? 3 Sekunden oder was? Ja. Nee, der Gegner stummelt nicht. Der spielt ganz normal eigentlich. A4. Der Turm ist angegriffen. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Jetzt werden sie frech. Kannst du mein Haarstyle-Tutorial hochladen? Das wäre geil, ne? Das mache ich mal. Ja, Turm B7. Ja. E5. E5. Was? Ja. E5? Dame schlägt E5. Vielleicht hättest du mit dem Bauern genommen, dann wäre die Dame weg gewesen. Ja, okay. 41 Sekunden von dir, R35. 2100 Viewer. Wo denn? Turm G6. Dame E3. Dame E3, ja. Matt abgewehrt. Ja, Zur Abwechslung korrekt. mal. Korrekte. Turm E6. Turm E6. Du hast nur noch 28, Dame 27. F3. Dame F3. 28, ja, 32. Turm AE8. Dame G3. 24. Hätte ich gleich mal machen sollen, Dame G3. Ja, Nein. 30, 29. Dame H6. Turm schlägt D7. Turm E3. Dame G5. Er hat geschlagen, wir haben zurückgeschlagen. Jo, danke. F4, F4. Turm F1. Turm E4. Turm 3, E4. Turm C7. 20 Sekunden noch, eher 29, 28. Ich hoffe, du bist schneller an der Maus. Turm B4. Turm schlägt C6. Geht. 18, du musst mal sofort was sagen. Turm schlägt B2. D7. Turm D8. Turm C8. Ich mache Pre-Move, wenn er schlägt, kriegst du eine Dame. Ja, klingt gut. Du hast 18 Sekunden, er ist 17, 16. Das war knapp. Wie was? 8, 7. Er hat aufgegeben. Okay, wow. Nächste Leistung zum Schluss. Das war eine gute Partie auf jeden Fall von Schach Ovislon. Oh, ich muss Hast erstmal du wieder gesehen? hier Ja. zurück ins Leben kommen. Das war doch schon eine deutlich bessere Leistung als noch in der ersten Partie. Wobei, gut, man muss auch sagen, das war nicht besonders schwer und hat auch eine Menge Spaß gemacht. Das war also ein Ausschnitt aus dem Livestream mit The Big Greek. Wenn ihr den gesamten Livestream sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und checkt auch gerne den Kanal aus von The Big Greek. Dort erwarten euch sowohl unterhaltsame als auch lehrreiche Schachvideos. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr hier einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat und auch den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt und auch die Glocke mit aktiviert. Warum? Dann werdet ihr immer direkt benachrichtigt, wenn hier neue Videos auf dem Kanal erscheinen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.